man hat denn im Grunde genommen damit abgeschlossen mit dem Leben, weil wenn man nicht mehr aufwacht, wacht man nicht mehr auf und dann ist Ende. Guido Brück hat seine Jahre auf der Straße überlebt. Viele Frostnächte hat der heute 56-Jährige im Berliner Tiergarten verbracht, auf einer Parkbank oder mit dem Schlafsack im Unterholz. Die Kälte riecht einem in jede Pore. Ich schätze mal, würdest du die erste Nacht in die Hosen machen. So ging es mir auch. Also. 6 Jahre hat Guido Brück auf der Straße gelebt. Er war einer von geschätzt 10.000 Obdachlosen allein in Berlin. Die Notunterkünfte sind im Winter ihre Anlaufstellen. In diesem Jahr sind sie häufig überfüllt. Für die, die es nicht mehr bis in die Unterkünfte schaffen oder auf der Straße bleiben wollen, ist der Kältebus der Berliner Stadtmission unterwegs. Die Helfer bringen etwas zu essen und trinken und verteilen warme Decken oder Schlafsäcke. Seit einigen Jahren treffen sie auf viele Armutsmigranten aus Osteuropa. Besonders aus Rumänien und Bulgarien kommen Menschen, die schon in ihrer Heimat unter Armut gelitten haben. Ihr Anteil unter den Wohnungslosen in Deutschland steigt. Guido Brück wollte weder mit anderen Deutschen noch mit ausländischen Obdachlosen etwas zu tun haben. Er war ein Einzelgänger, der Angst davor hatte, in den Notunterkünften bestohlen zu werden. Jahrelang blieb er draußen, auch bei klirrender Kälte. Das Geld für Bier und Zigaretten schnorrte er sich an Berlins Bahnhöfen zusammen. Man sitzt einfach da und um einen herum vereist die ganze Gegend, auf Deutsch gesagt. Es wird noch kälter, als es eigentlich schon ist. Das ist für mich ein Scheißgefühl, weil ich fühle mich minderwertig. Ich fühle mich nicht mehr zu dieser Welt gehörend. Ist so. Man mag ja, es ist ein bisschen kühl hier. Es zieht an allen Ecken und Kanten. Und ein bisschen warmer zu werden, hat man Alkohol getrunken und natürlich auch, um dieses Minderwertigkeitsgefühl irgendwie ein bisschen loszuwerden. Also am Anfang denkt man, ja, was sind das für Leute? Warum wird man missachtet? Und zum Schluss nachher ist man so weit, dass man das vollkommen ignoriert und sagt, na, das ist eben so. Und man hat seinen Alkohol und dann betäubt man das Gefühl wieder. Seit einigen Jahren lebt Guido Brück nun ein anderes Leben. Eines Tages fand er doch den Weg in eine Notübernachtung der Berliner Stadtmission, gelangte von dort in ein Übergangshaus und schließlich an eine Arbeitsstelle, ebenfalls bei der Stadtmission. Im Grunde genommen hat in Deutschland jeder eine Chance. Man muss eben nur die Hilfen, die angeboten werden, annehmen. Dann kommt man wieder raus aus dem Dilemma. Jeden Winter erfrieren Obdachlose in Deutschland. Guido Brück ist ein Ausnahmefall. Er hat seine Jahre in der Kälte überlebt und seinen Weg herausgefunden.